Da ich selbst nicht nur Unternehmer und Coach bin, sondern auch zertifizierter Persönlichkeitsberater, weiß ich aus Hunderten von solchen Persönlichkeitstests, dass es ganz wenig Menschen gibt, die alle Fähigkeiten, alle Interessen, alle Bedürfnisse in sich selbst vereinigen. Das Resultat daraus ist, dass Menschen, die ein großes Ziel erreichen wollen oder beispielsweise Unternehmen aufbauen wollen, immer auf das Vorhandensein eines Teams angewiesen sind. Und dieses Team, das darf geführt werden. Und deine Führungsfähigkeit, das heißt dein Umgang mit dem Team, entscheidet über den Erfolg des Teams und damit auch über deinen Erfolg deines Unternehmens. Und in diesem Video zeige ich dir die wichtigsten Fähigkeiten, die eine gute Führungskraft verinnerlicht, damit das Team gut performen kann. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur selbst Unternehmer, sondern auch Gründer, Berater, Coach und habe auch eine Ausbildung als Mediator, und alles sind Führungsfähigkeiten, die zu einem gewissen Zeitpunkt Sinn machen, darauf zurückgreifen zu können. Und natürlich bilde ich auch seit Jahrzehnten Führungskräfte aus. Und deshalb ist es wichtig und essentiell, dass du dich heute in diesem Video selbst überprüfst, ob du diese wichtigen 10 Eigenschaften auch selbst verinnerlichst. Und du bist auch eingeladen, selbst auf einer Skala von 1 bis 10 auch auszumessen, zu bewerten. Wo bist du schon sehr gut? 8, 9, 10. Und woran fehlt es noch? 1, 2, 3. Um danach auch Handlungsmaßnahmen einzuleiten, die deine Führungsentwicklung weiter abbildet. Kommen wir nun zum ersten Punkt, die eine Führungskraft haben müsste. Und tatsächlich empfehle ich eher, den Begriff Führer oder Führungskraft zu verwenden und nicht Leader. Weil Leader hat zu viel mit Leiter zu tun. Und Leitungspersonen werden häufig eingesetzt in Teams. Es bedeutet aber nicht, dass das Team freiwillig folgt. Eine Führungskraft kann sich darauf verlassen, dass das Team freiwillig folgt, ohne dass es Kraft einer externen Autorität erst eingesetzt werden muss. Also das erste wichtige Kriterium: kannst du selbst überprüfen, ob du nur dann führen kannst, wenn du eingesetzt bist in einem Sportverein, als Sportwart oder als Trainer, oder ob du in einer beliebigen Situation in einer Menschenmenge ein Team formen kannst und sich die Menschen dir selbst anschließen. Und hierfür ist es zwingend erforderlich, dass du über eine Vision, über eine Mission, über Ziele verfügst und dass du in der Lage bist, das Team dafür zu begeistern. Denn 50%, weshalb sich Menschen dir anschließen, wurden in Studien beispielsweise ermittelt, ist das Vorhandensein einer interessanten Vision, einer Mission. Und die anderen 50%, das bist du als Person mit dem Konglomerat deiner Fähigkeiten, deiner Werte und deiner Vorbildfunktion. Die zweite wichtige Eigenschaft, die du als Führungskraft verinnerlichen solltest, dass du dich selbst dieser Vision und dieser Mission verpflichtest und dass du produktiv und auch ergebnisorientierst, dich dieser Vision widmest und auch annäherst. Es ist also von dir entscheidend, eine Vorbildfunktion auch abzubilden, wo die anderen sagen, dieser Person folge ich gerne nach. Diese Person zeigt, dass sie ergebnisorientiert handeln will und es auch tut. Der dritte Aspekt einer guten Führungskraft ist, dass sie in der Lage ist, ein integratives Umfeld zu schaffen, was das gesamte Team fördert. Es muss also auf der einen Seite so sein, dass genügend Freiraum für alle da ist, aber dass die Mitarbeiter in der Atmosphäre sich auch wohlfühlen und dass sie auch angenommen fühlen und als Grundlage sich darauf verlassen kann, dass hier ein Kodex herrscht, der alle Menschen auch dazu ermutigt, auf dem Weg zur Vision, auf dem Weg zur Mission ihren eigenen Weg gehen zu können. Beim vierten Punkt geht es darum, eine ausgewogene Balance zwischen Freiheit und zwischen Kontrolle auch zu finden. Denn auf der einen Seite ist es so, dass Menschen, die kein Ziel vorgegeben haben, ja, keine Fristen, keine KPIs, also Kennzahlen vorgegeben haben, irgendwohin Gefahr laufen, sich zu verirren. Auf der anderen Seite, ein zu enges und zu strenges Mikromanagement kann dazu führen, dass gerade Menschen, die freiheitsliebend, sagen, hier mache ich gar nichts mehr. Also deine Aufgabe als Führungskraft ist es also, hier einen Rahmen, einen Freiraum zu schaffen, in dem auf der einen Seite die Mitarbeiter ihren Weg gehen können, einen genügenden Freiraum haben, auch selbst kreativ zu werden, auf der anderen Seite sie aber auch zu beschützen vor Irrwegen und Sackgassen. Beim fünften Aspekt geht es darum, dass dem Teammitglied die Möglichkeit gegeben wird, auf diesem Weg vom Ist-Stand zum Soll-Stand, also vom Start zum Ziel, sich auch persönlich weiterzuentwickeln, sich persönlich zu verbessern. Hierzu ist es erforderlich, dass du als Führungskraft auch mutig genug bist, Feedback zu geben, auch den entsprechenden Rahmen schaffst, unter Vier-Augen-Gesprächen, Mitarbeitergespräche durchführst und dass du diese Person auch förderst. Und manchmal heißt fördern auch fordern. Und diese Kombination hilft deinen Teammitgliedern zu wachsen, um danach das nächste Ziel noch besser, noch leichter, vielleicht mit mehr Verantwortung erreichen zu dürfen.
Der sechste Aspekt ist einer der wichtigsten Eigenschaften einer guten Führungskraft, nämlich deine persönliche Kommunikationsfähigkeit. Und die besteht nicht nur aus gut reden oder aktivem Zuhören, sondern hier geht es darum, dass du in der Lage bist, mit dir selbst deinen inneren Dialog auch zu kontrollieren, auch zu reflektieren, das bei deinem Mitarbeiter zu tun, im zwischenmenschlichen Gespräch, in der Gruppe, im Team, was gehört ins Team, was darf nur unter vier Augen Gespräche durchgeführt werden und wie gut bist du in der Lage, in einer Dreiecksbeziehung zwischen zwei Konfliktparteien auch zu medieren, zu schlichten, also diesen Menschen dabei zu helfen, die Beziehung wiederherzustellen. All das gehört auch zur Kommunikationsfähigkeit und ebenso auch wie deine Fähigkeit, vor einer Gruppe eine gute Ansage, eine motivierende Ansprache zu machen oder das Team einzurichten, einzunorden auf ein neues Ziel, Kursrichtung der großen Vision. Beim siebten Aspekt geht es darum, dass du in der Lage bist, die wichtigsten Fähigkeiten, Kompetenzen auch selbst vorzumachen. Denn deine Aufgabe wird es gerade am Anfang mit kleinen Teams auch sein, dass du selbst deine Teammitglieder onboardest und zu ihrer Performance Rückmeldung gibst, damit sie sich verbessern. Es ist also hier zwingend erforderlich, dass du zwar nicht überall der Beste bist, der Experte bist, aber dass du genau weißt, was die einzelnen Teammitglieder an Aufgaben haben und welche Fähigkeiten sie benötigen, dass du die vormachen kannst. Sei es also im Telefonieren oder wie man eine ordentliche E-Mail schreibt oder wie du entsprechende Gespräche führst oder irgendeinen Produktionsschritt durchführst. Du selbst bist angeleitet und auch angehalten, in diesen Kompetenzen selbst Vorbild zu sein. Nicht der Beste, aber grundsätzlich fähig. Die achte wichtige Fähigkeit ist die Eigenschaft und aber auch Fähigkeit, nicht nur Verantwortung zu übernehmen, sondern auch Entscheidungen zu fällen. Das bedeutet, es gibt immer Situationen, wo zwischen A und B, vielleicht C und D, eine Entscheidung gefällt werden muss. Manchmal schnell, manchmal sofort und manchmal auch mit enormen Nachteilen. Und das ist im Grunde relativ einfach, denn du als Führungskraft bist angehalten, die Vision, die Mission, die Ziele in deinem Kopf zu haben. Du als Führungskraft bist angehalten, die aktuellen Ressourcen im Kopf zu haben. Und du als Führungskraft bist angehalten, die Pläne, also die Wege zum Ziel im Kopf zu haben. Und wenn du diese drei Sachen hast, die Ressourcen, das Ziel und die Wege, dann fällt es dir relativ leicht, den besten, den günstigsten, den gefahrlosesten, den ertragsreichsten Weg auch zu definieren, der in der Sekunde dann als Entscheidung auch ausgewählt werden darf. Entscheidung heißt also hier zunächst, gut und jederzeit vorbereitet zu sein, um handlungs- und entscheidungsfähig zu bleiben. Beim neunten Punkt geht es darum, dass du nicht nur ein Coach bist, sondern ein guter Coach. Coach kommt aus dem Tschechischen und wird auch in England bezeichnet für einen Bus, für eine Kutsche, die Menschen hilft zu transportieren, zu begleiten von A nach B. Und das ist zuletzt deine Aufgabe, dass du nämlich dein Team dabei begleitest, ihr Ziel erreichen zu können. Dass du jeden einzelnen Teammitglied auf deiner persönlichen Reise begleitest, dass er seine gesetzten Ziele erreichen kann und dabei sich weiterentwickelt. Als Führungskraft bedeutet es also, sich für alle zu interessieren und nicht nur das Ziel und die Visionen im Fokus zu haben, sondern jeden einzelnen Menschen persönlich zu begleiten auf dieser Reise dorthin. Und das macht nicht ein Trainer, der nur Fähigkeiten vermittelt. Das macht nicht nur eine Führungskraft, die Projekte weiter delegiert, sondern das macht die Führungskraft als Coach in der individuellen Begleitung vom Ist-Zustand zum Ziel jedes Teammitglieds. Beim zehnten Punkt geht es darum, dass du weißt, dass du einerseits Häuptling deiner Gruppe bist. Du bist also verantwortlich, dass deinem Team gut geht, dass sie Ziele erreichen und alles an Ressourcen haben, was sie brauchen. Aber gleichzeitig bist du meistens auch in Interaktion mit anderen Gruppen. Das heißt, deine Aufgabe ist es, auch nach außen die Gruppe zu vertreten, sprich die Schnittstellen zu anderen Teams zu überprüfen, um gemeinsam noch größere Ziele zu erreichen. Aber es ist auch deine Aufgabe, dein Team vor äußeren Einflüssen und Angriffen auch zu beschützen. Zusammengefasst ist also eine gute Führungskraft eine Person, die viele Kompetenzen in sich vereinigt. Und mit Sicherheit gibt es noch viele weitere, die hier an dem Flipchart fehlen. Aber diese Grundlagen helfen dir vielleicht schon mit deiner Selbstbewertung auf einer Skala von 1 bis 10 zu erkennen, was schon gut klappt, woran es noch fehlt und was die nächsten Schritte sind. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst bei deiner eigenen Führungsentwicklung, dann bist du eingeladen, gerne Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn unsere Berater, Experten, Führungskräfte und auch Trainer arbeiten nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Wir helfen also entweder über Digitalkonferenzen oder auch in persönlichen Trainings dir dabei oder deinem Team dabei oder deinen Führungskräften dabei, genau diese Eigenschaften weiterzuentwickeln.
Natürlich macht es auch Sinn, vorher einen Test zu machen, sprich einen Persönlichkeitstest, um den aktuellen Stand der Fähigkeiten abzubilden. Dafür gibt es zum Beispiel den Birkmann-Test. Wenn du also ein kostenfreies Erstgespräch brauchst, buche das jetzt. Ansonsten lade ich dich ein, das Video mit Daumen hoch zu liken oder unseren Kanal zu abonnieren, denn wir publizieren jede Woche weiteren Content für dich. Dein Daniel Schäfer.